Was ist mit ihm los? Oh, es ist so furchtbar zu sagen. Mir nicht glaubt das. Spikey, bist du etwa krank? Oh, alles klar. Du hast die roten Baumsterne gegessen. Er die krabbeligen Baumsterne geäst. Und? Jeder weiß, man nicht esst krabbelige Baumsterne. Krabbelige Baumsterne Unglück. Jeder das weiß. Niemand weiß das. Die habe ich schon mal gesehen. Sie sind selten und ganz süß. Aber sie bringen kein Unglück. Spike nicht! Gib mich, Unglücksbaumstern! Seht ihr? Ich gefällt nur, weil Spike Baumstern geäst. Deshalb bist du nicht gefallen. Jetzt hör mal, Petri. Wenn Spike keine krabbeligen Baumsterne mehr isst, hörst du dann auf, über Unglück zu plappern? Nein, dann noch nicht gut. Mein Onkel Tyranno kennt Blattfresser, die geäst das und dann Unglück bekommt. Onkel Tyranno, der erzählt doch laufend verrückte Geschichten. Mir weiß, aber ich muss immer daran gedenkt. Dann versuch an etwas zu denken, woran du nicht denkst. Zum Beispiel? Wie wär's mit einer anderen Geschichte? Ruby kann tolle Geschichten erzählen. Jap, jap, jap. Oh ja. Wie wär's denn mit einer Geschichte aus dem geheimnisvollen Jenseits? Chomper und ich waren unterwegs zum großen Tal. Und Rotklaue versuchte, uns aufzuhalten. Was ist das für ein Gestank? Also, ich rieche gar nichts. Aber dein Schnüffler schnüffelt mehr als mein Schnüffler. Igitt, das ist ekelig. Ja. Schlimmer als von Rotklaue verspeist zu werden? Dann folge mir, ich laufe vor. Überrascht von dem Wasserstrahl, dass er uns in Ruhe gelassen hat. Augenblick mal. Du willst mir weismachen, dass einfach so Wasser aus dem Brunnen gesprudelt ist? Du hast ja vielleicht eine Fantasie, Ruby. Aber ich hab's auch gesehen. Ja, na klar. Es gibt Dinge, die musst du erst sehen, damit du weißt, dass du sie gesehen hast. Hä? Willst du etwa mit uns ins geheimnisvolle Jenseits gehen, um uns sprudelndes Wasser zu zeigen? Nein, Zera. Obwohl es gar nicht so weit bis ins geheimnisvolle Jenseits ist. Ja, es ist gleich hinter dem wuchernden Gras. Ich würde gern das Wasser sehen, das in den Himmel hüpft. Jap, jap, jap. Das würde ich auch gern sehen. Na schön, von mir aus sehen wir uns dieses Wasser an, was springen und sprudeln soll. Ich kann es kaum erwarten, das springende Sprudelwasser zu sehen. Jap, jap, jap. Tja. Stimmt was nicht, Ruby? Ich weiß nicht. Diesen Baum hier, naja, den hatte ich irgendwie anders in Erinnerung.
Verirrt. Wer verirrt? Oh, das Spike schuld. Er Unglücksbaumstern geäst. Wie können wir uns verirren, wenn wir zu einem Ort gehen, den es gar nicht gibt? Augenblick. Wir müssen da lang gehen. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Siehst du, Petri? Uns passiert nichts Schlimmes. Du brauchst keine Angst vor dem Unglück zu haben. Bis hierhin war Reise ganz gut. Vielleicht Unglück sich verirrt anstelle von uns. Vielleicht wir haben gute Reise. Ist schon gut. Das ist wahrscheinlich nur ein... Jetzt glaubt an die Unglück? Hä? Vielleicht sollten wir umkehren? Himmelsfeuer gibt's immer und überall. Aber wenn ihr Angsteier zurückgehen wollt, bitte soll mir recht sein. Ich dafür. Also, ich bin kein Angstei. Petri, Riesenangstei. Ich zu Riesenangstei, um allein zurückgefliegt, das mal sicher. Hey, wartet auf mir! Autsch! Irgendwas Schlimmes passiert? Nein, alles bestens. Weiter geht's. Littlefoot, du läufst irgendwie anders als sonst. Keine Sorge, es geht schon. Wir würden uns keine Sorgen machen, wenn wir wüssten, worüber wir uns nicht sorgen sollen. Ich bin auf einen Erdstachel getreten. Oh nein, nein, nein! Es tut wirklich nicht sehr weh. Aber wenn Petri das rausfindet... Dann wird er denken, dass das Unglück für das Unglück verantwortlich ist. Seht ihr? Spike nicht sollte Unglückspflanzen essen. Nein, Petri, du solltest nicht immer vom Unglück reden. Das ist nicht gut. Hä? Das alles Schuld von Spike! Überraschungshimmelswasser gibt's immer und überall. Und der Himmelsschaum von vorhin sorgt dafür, dass jetzt Himmelswasser runterfällt. Das immer noch? Oh, können wir uns nicht an einem trockenen Plätzchen unterhalten? Seht mal, das Wasser hüpft und sprudelt. Wenn Ruby sagt, dass es hüpfendes, sprudelndes Wasser gibt, dann glaube ich ihr das auch. Und ich möchte es gern sehen. Wir gehen nirgendwo hin bei all dem vielen... Himmelswasser? Hä? Hey, die große helle Scheibe kommt hinter dem Himmelsschaum hervor. Dann werden wir auch das sprudelnde Wasser sehen. Jap, jap, jap. Immer noch glaubt das hier kein Unglück? Was dachtest du denn? Aber mehr sollte jetzt nicht passieren. Das Himmelswasser hat den Schlamm weggespült. Das ist alles. Aber warum hatten wir das Himmelswasser? Und die Himmelsfeuer? Himmelsfeuer, Unglück! Außerdem hast du einen Erdstachel in deinem Fuß. Was? Erdstachel? Das ist ja große Unglück. Danke, Ducky.
aber wir hatten auch Glück im Unglück. Die Matschlawine hat uns bis zum Ende vom wuchernden Gras gebracht. Na dann, sind alle bereit? Na klar, ich glaube ja. Nein. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Glaub mir, alles wird gut, Petri. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Gleich sind wir da, wo wir hinwollen. Ich glaube, sie hat recht, denn ich rieche da irgendwas ganz Komisches. Es ist nur halb so schlimm, wenn man erstmal die Stinkelöcher passiert hat. Hier riecht's ziemlich übel. Jap, jap, jap. Ich sehe immer noch kein sprudelndes Wasser. Jap, jap, jap. Wartet's ab. Gleich werdet ihr sehen, was ihr noch nie gesehen habt. Na, glaubst du jetzt, dass es das hüpfende Sprudelwasser gibt, Zera? Was war das? Spike? Hä? Er ist ja voller Matschepampe. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Jap, jap, jap. Oh. Wie das stinkt. Oh, nein. Oh, Spike. Die Stinkelöcher haben dich stinkig gemacht. Noch schlimmer als sonst. Seht ihr? Unglück! Dieser Tag verflucht von Anfang! Na los, machen wir ihn sauber. Bleib da stehen. Was ist? Stinkt er immer noch so furchtbar doll? Die Matschepampe ist ab. Oh. Ach, er noch stinkerig. Unglück. Naja, was soll's. Wir müssen jetzt sowieso nach Hause. Egal, wie weit er hinter uns ist. Ich kann ihn immer noch riechen. Von jetzt an alle hören auf Petri. Petri, richtig. Spike macht Unglück, wenn er krabbelige Baumsterne geäst. Weißt du, Petri, ich... Yeah.
Sie sind abgehauen. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Oh doch, du weißt es, Chomper. Schafzähne haben einen empfindlicheren Geruchssinn als wir alle. Wir konnten den Gestank nicht aushalten, aber Rotklaue hat ihn gehasst. Oh, danke, danke, Spikey. Danke, Spike. Oh, Spike. Großes Glück, dass du in Stinkemutter reingefallen bist. Moment mal. Zuerst war es Unglück und jetzt ist es Glück? Es war gar kein Glück. Er hat einfach nachgedacht. Stimmt, Spikey? Irgendwann ist immer das erste Mal. Unglück, großes Glück, mir sind egal. Hauptsache wir sicher. Vielen Dank, Spikey. Ich komm fast ran. Gut. Noch kleines Stück. Alles in Ordnung, Kinder? Außer der Tatsache, dass wir kalt, nass, hungrig und erschöpft sind, ist alles in Ordnung. Danke der Nachfrage. Ich hasse die kalte Zeit. Daran ist überhaupt nichts Gutes. Und die hartes Wassernaschereien? Hartes Wassernaschereien? Was ist denn das, Meister Plattnase? Hartes Wassernaschereien sind süße Blasen, eingeschlossen von hartem Wasser. Ach, gute Güte. Ich glaube, so etwas habe ich noch niemals gefuttert. Das überrascht mich nicht. Hartes Wassernaschereien kann man nur am ersten Tag der kalten Zeit finden. Das ja heute. Vielleicht können wir sie erfinden. Ach was, Schnickschnack. Diese hartes Wassernaschereien sind doch Hirngespinste. Nein, Vater Dreihorn, ich muss dich korrigieren. Das sind keine Hirngespinste. Ach ja? Also, wenn es sie wirklich gibt, warum habe ich sie dann noch nie gefunden? Weil sie sehr schwer zu finden sind. Das ist nicht witzig. Baumnaschereien. Und Wassernaschereien. Baumnaschereien. Manchmal glaube ich, Vater Dreihorn liebt es, sich zu streiten. Sera! Littlefoot. Genau wie die zwei. Sie sind alle so sehr damit beschäftigt zu reden, dass sie den Gesang der Baumsterne nicht hören können. Da ist schon wieder dieses neue Grünfutterlied. Wenn die hartes Wassernaschereien so schwer zu finden sind, wie kann man sie dann finden? Naja, man muss auf einem bestimmten Berg am Rande des großen Tals nachsehen. Das ist keine leichte Reise. Das hat uns doch noch nie abgehalten. Also, um sie zu bekommen, müsst ihr zu dem Baum mit den zwei Stämmen gehen. Baum mit zwei Stämmen, klar. Von dort aus haltet ihr euch rechts und lasst den Berg links liegen, bis ihr zu dem Wasserfall kommt. Zum Wasserfall. Geht hinter den Wasserfall um die große Klippe herum bis zur stürmischen Schlucht, Kinder. Stürmische Schlucht, ja. Und dort, ganz oben, findet ihr sie mit etwas Glück. Seht ihr? Selbst er weiß nicht einmal genau, wo sie sind. Klingt, als wären sie schwer zu finden. Sicher, aber dafür sind sie auch die leckersten Leckereien, die ihr euch vorstellen könnt. Zuerst sind sie kalt und knackig, aber wenn ihr in sie reinbeißt, dann sind sie saftig und süß. Oh, das sind sicher die wohlschmeckendsten Dinge, die ich nicht gegessen habe. Naja, wenn man auf süße Sachen steht. Pah, also ich habe sowas noch nie gesehen. Du solltest den Kindern nicht von Sachen erzählen, die es nicht gibt. Tja, du musst ja nicht daran glauben, wenn du nicht willst. Ich glaube Ihnen, Meister Plattnase. Und ich möchte versuchen, sie zu finden.
Wenn ihr mir eine hartes Wasser Baumnascherei bringt, teile ich mit euch meinen Baumsternanteil. Also, wenn ihr mir eine hartes Wasser Nascherei bringt, dann gebe ich euch alle Baumnaschereien des großen Tals. Wirklich alle? Alle, die ich finden kann. Hey, das hört sich gut an. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder los? Machen alle mit? Ja, zischen wir los. Los zischen? Wohin denn? Ich weiß, was das bedeutet. Das neue Baumsternlied wird lauter. Da ist er. Von hier kommt das nicht. Das neue Baumsternlied kommt von irgendwo anders her. Da! Es kommt von da drüben. Wollen wir nicht lieber da lang gehen? Ja, toll, das gefällt mir. Da ist es schon wieder. Spiky. Ja, das tun wir, das tun wir. Spike! Shh. Wenn lautes Geräusch, dann hartes Wasser manchmal runterfällt und macht ganz großes Gerutsche von die Berg auf uns. Dahinter gelangen. Na ja, wir besser gehen vor die Wasserfall herum. Nein, Petri. Meister Plattnase hat gesagt, wir sollen hinter dem Wasserfall gehen. Nein. Die streiten sich schon wieder. Muss das wirklich sein? Der Wasserfall ist so laut, dass man gar nichts anderes mitkriegt. Jetzt lauf nicht dauernd weg und bleib bei uns, verstanden? Ist das kalt? Das Wasser ist selbst für einen Schwimmer zu kalt. Oh ja, oh ja. So schlimm war das doch gar nicht, oder? Also ich finde schon. Da, da. Große Klippe vor uns. Stürmische Flucht auf andere Seite.
Wieso stürmische Flucht? Petri, es heißt stürmische Schlucht. Ist völlig egal, wie heißt. Hauptsache, wir gefunden. Jetzt mir auch klar, warum heißt stürmische Schlucht. Ja, von da kommt das neue Baumsternlied. Hier sind wir goldrichtig. Nein, Petri. Meister Plattnase hat gesagt, wir... Nein! Petri! Seht mal, wo Spike hinläuft. Wenn er das kann, dann können wir das auch. Wir können? Wir wissen's nicht, bevor wir es tun. Ja, auf geht's. Wir sind oben. Und wo sind jetzt die Hartes-Wasser-Naschereien? Hier oben sind die doch garantiert nicht. Meister Plattnase hat gesagt, dass man sie schwer findet. Vielleicht ihr alle müssen besser suchen. Ja. Ja. Oder mein Papsi hatte wie immer recht und es gibt sie überhaupt nicht. Wo kommt das her? Es ist ganz laut, so als würde ich direkt davor stehen. Meister Plattnase hat sich das doch nicht ausgedacht. Sie müssen hier irgendwo sein. Ihr zu laut. Oh nein, es gibt sie nicht. Und ob es sie gibt? Es gibt sie nicht. Es gibt sie doch. Es gibt sie nicht. Nicht zu laut reden, es Freunde. Es gibt sie doch. Es gibt sie nicht. Es gibt sie doch, ganz klar. Es kommt von hier irgendwo. Das neue Lied kommt von den süßen Blasen, die von hartem Wasser eingeschlossen sind. Das müssen sich die anderen ansehen. Freunde, hartes Wasser runterfällt. Oh nein! Oh doch! Oh nein! Zugehört sein! Ruhig! Haltet durch, Freunde! Ich komme! Was passiert immer, wenn wir auf Abenteuerreise gehen? Sind sie? Spikey, bist du das? Hm? Spikey? Oh, danke, Spikey. Hey, wir sind auch noch hier. Petri, Zera und Littlefoot sind in dieser Richtung. Ja.
keinen Spaß. Nein. Bist du auf dem Weg nach unten auf hartes Wasser, Naschereien, gestoßen? Jetzt lauf nicht wieder weg, Spike. Aber wenn Spike nicht weggelaufen wäre, als er weggelaufen ist, dann hätte ihn das harte Wasser so wie uns verschüttet. Und dann hätte er uns nicht retten können. Oh nein, nein, nein. Ja, zu blöd nur, dass Spike uns nicht vor Littlefoots Idee, die hartes Wassernaschereien zu finden, retten kann. Aber ich weiß, wo sie sind. Was immer ihr auch zu sehen erwartet, es ist einen Blick wert. Ja. Aber wenn noch andere Rutscher auf uns raufreit, oh, wartet auf mir. Hartes Wasser, Naschereien! Alle sind glücklich und zufrieden und futtern um die Wette, ohne sich zu streiten. Und keiner muss hungern. Lecker! Ich bin beeindruckt, ihr habt die hartes Wassernaschereien wirklich gefunden. Wenn Spike hier nicht gewesen wäre, hätten wir sie nie gefunden. Nein, nein, nein. Da ist was dran, Spike. Ja. Also schön, hier für euch. Das ist alles, was ich finden konnte. Und was mit die da? Petri, die kriegt keiner runter. Ach ja? Na dann pass mal auf. Das hättest du wohl nicht gedacht, hä? Oh. Wieso? Vielleicht würden sie sich weniger streiten, wenn sie mir essen würden. Weißt du, manchmal wünsche ich mir, wir könnten ein bisschen so wie Spike sein. Ja, ich auch, Ruby. Oh ja, oh ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch mal wiedersehen würde. Er hat viel Ärger gemacht, als er das letzte Mal hier war. Ich hoffe, er bringt nicht wieder so viel Unglück mit wie letztes Mal. Steinstarkes Spiel! Ja, das nächste Mal ist Spike in unserer Mannschaft. Also, das glaube ich nicht. Oh, nein, nein, nein! Freunde, Freunde! Er ist wieder zurückgekommen. Wer ist wieder zurückgekommen? Habt ihr das etwa noch nicht gehört? Doc ist wieder zurückgekommen. Doc? Es ist noch gar nicht lange her. Alle dachten, das große Tal wäre vom Glück verlassen, weil der Saurierfelsen vernichtet wurde. Ich wollte uns das Glück wieder zurückbringen, indem ich einen Zahn von einem toten Schafzahn ins Tal brachte. Das einzige Problem war, der Schafzahn war gar nicht tot. Großvater versuchte mich zu retten.
aber er musste gegen zwei Scharfzähne kämpfen. Und dann tauchte Doc auf. Diese beiden Scharfzähne werden nie wieder jemandem was zuleide tun. Dank Großvater und Doc, dem einsamen Dinosaurier. Wie interessant. Jetzt weiß ich auch, warum alle so aufgeregt sind. Und wo ist der einsame Dino hingegangen? Wo hat er gesteckt? Er bleibe nie sehr lang an einem Ort. Und er ist immer allein. Ja, das ist er, das ist er. Ist doch klar. Deswegen ist er ja auch der einsame Dinosaurier. Aber wo immer es Ärger mit Scharfzähnen gibt, ist er zur Stelle. Hast du gerade Ärger gesagt oder was? Ja, er scheint immer zu ahnen, wenn Scharfzähne in der Nähe sind. Oh, ihr meint doch nicht. Keine Sorge, Chomper. Das mit dir wird er schon verstehen. Ich weiß nicht. Woher sollte Doc wissen, dass Chomper anders ist? Ich sag's ihm. Doc ist ein Langhals, der sich von keinem etwas sagen lässt. Er ist hinter mir her, nicht wahr? Nein, natürlich nicht. Schon möglich. Er hat noch nie ein Kind angegriffen. Aber er kümmert sich immer um Scharfzähne. Was immer geschieht, geschieht nicht, bevor es geschieht. Ich schlage vor, wir schlafen erst mal, damit wir morgen ausgeruht sind. Na schön. Du hast recht, Ruby. Gute Nacht, Freunde. Gute Nacht. Gute Nacht. Keine Sorge, alles wird gut. Wenn Doc so gut ist, wie sie sagen, wird er merken, dass auch du ein Guter bist. Hä? Keine Sorge, alles wird gut. 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 Keine gar nichts? Ich bin gut. Ich könnte niemals ein gemeiner Scharfzahn sein. Hör auf, du musst mir glauben. Ich bin gut. Wer ist der eher, der dich holen will? Der einsame Dinosaurier. Ist er da? Wo ist er? Er war in meiner Schlafgeschichte und er wollte mich mit seinem Schwanz zerschmettern. Das klingt ja gruselig, Chomper. Aber das ist nur eine Schlafgeschichte und jetzt bist du aufgewacht. Also mach dir keine Sorgen. Naja, bis du ihn wirklich triffst. Oder bis er mich wirklich schnappt. Morgen, Freunde. Chomper hatte eine gruselige Schlafgeschichte. Der einsame Dinosaurier hat ihn geschnappt. Genau wie ich. Wirklich? Wollte er dich auch mit seinem Schwanz zermalmen? Nein, er wollte dich zermalmen. Er kommt, Freunde. Er ist meinetwegen hier. Wäre möglich. Hör endlich auf, Zera. Früher er nur gekommen wegen Scharfzähne. Sag ich doch. Was wollen wir denn jetzt machen? Wollen wir Chomper verstecken, bis Doc wieder weg ist? Das ist eine steinstarke Idee. Na, worauf warten wir dann noch? Also schön. Ich versuche, Doc abzulenken, während ihr Chomper versteckt. Und los. Doc! Ups. Entschuldigung.
Hallo, Kleiner. Hey, wie geht's dir? Super. Ich hab gelernt, mit dem Schwanz zuzuschlagen, so wie du. Daran musst du wohl noch ein bisschen arbeiten. Das werde ich. Gut, dass du wieder da bist, dann kannst du mir ein paar Tricks zeigen. Na klar, Kleiner. Ach, übrigens, hast du hier irgendwo einen Langhals mit dem Namen Dara gesehen? Nein. Wer ist denn Dara? Naja, sie ist mein Herzensdino. Hä? Huh? Dein Herzensdino? Ja, der entzückendste Langhals, den diese müden Augen je gesehen haben. Ich weiß noch, wie ich ihr das erste Mal begegnet bin. Ihre großen blauen Augen leuchteten heller als die große helle Scheibe. Sie ist der erste Dino, der mich wirklich versteht. Wir ziehen schon eine Weile gemeinsam durch das Land. Mehr kann ein einsamer Langhals nicht erwarten. Aber wie kannst du eine Partnerin haben? Bis jetzt warst du doch immer nur ganz allein. Ja, viel zu lange, wenn du mich fragst. Aber nur weil du alleine warst, konntest du ein wachsames Auge auf die Schafzähne werfen, Doc. Das kann ich auch so, Kleine. Hilfst du mir, Dara zu finden? Sie ist fremd hier in der Gegend. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht irgendwelchen Ärger hat. Aber Doc, wenn du damit beschäftigt bist, mit Dara zusammen zu sein, wie kannst du dann all die anderen Blattfresser beschützen? Sie hat gesagt, dass wir uns hier treffen. Du kannst nicht mehr der einsame Dinosaurier sein, wenn du nicht mehr allein bist. Was machen die denn da? Sie wohl nach irgendetwas suchen. Er ist meinetwegen hier. Aha, dann hatte ich ja doch recht. Sie hierher kommen, hierher! Gleich wird er mich finden. Littlefoot lässt nicht zu, dass Doc dir wehtut. Oh nein, nein, nein. Aber Littlefoot ist vielleicht zu klein, um Doc aufzuhalten. Richtig. Deshalb müssen wir ein besseres Versteck für Chomper finden. Ich glaube nicht, dass sie hier irgendwo ist. Vielleicht wollte sie doch nicht herkommen. Sie hat gesagt, wir treffen uns hier. Und falls es kein Problem gibt, wird sie auch herkommen. Der ist ja noch größer als in meiner gruseligen Schlafgeschichte. Deshalb müssen wir dich ja auch verstecken. Also, wo würde Doc nicht nach einem kleinen Schafzähnchen suchen? Passen wir da alle rein? Gut, dass meine Familie heute nicht zu Hause. Deine gute Idee war wirklich eine gute Idee, Petri. Oh ja, oh ja. Ich muss mich erst mal beruhigen. Obwohl, naja. Wir ganz oben. Doc uns hier nicht findet. Wen findet Doc nicht? Du hast mich gefunden. Wolltest du Doc nicht ablenken? Ja schon, aber... Du hast es versprochen. Tut mir leid, Chomper, aber das ist gar kein Problem. Doc sucht gar nicht nach dir. Er sucht nach seinem Herzensdino Dara. Richtig, Doc? Doc? Ich fasse es nicht, dass du mit einem Scharfzahn befreundet bist. Was soll das heißen? Es gibt keinen Grund, mit ihm befreundet zu sein. Irgendwann wirst du gegen ihn kämpfen müssen. Nein, werde ich nicht. Chomper ist mein Freund. Und das wird auch immer so bleiben. Ja, ich werde nie gegen meine Freunde kämpfen. Da hat er völlig recht. Netter Trick, ihm Sprechen beizubringen. Oh, das hat er ganz alleine gelernt. Siehst du, er ist wirklich anders. Oh ja, das ist er. Vielleicht kann ich dir mit meiner Schnüffelnase helfen, deine Freundin zu finden. Das wäre ja wohl das Letzte. Wieso denn? Ich werde mir doch nicht von einem Scharfzahn helfen lassen. Aber wenn ich's dir doch sage, Chomper ist anders. Ich habe noch nie gute Erfahrungen mit Schafzähnen gemacht und das wird sich auch jetzt nicht ändern. Komm, wir gehen, Littlefoot.
werde dir nicht mehr helfen. Ganz wie du willst, Kleiner. Wisst ihr was? Ich werde trotzdem meine Schnüffelnase einsetzen, um ihm zu helfen. Ja, dem werden wir es zeigen. Mir findet gut. Oh, ich bin dabei. Was meinst du, Littlefoot? Dass du Doc nicht helfen willst, heißt nicht, dass du nicht Dara helfen kannst. Du hast recht, Ruby. Los, komm, Chomper, machen wir uns auf die Suche nach Dara. In der Richtung wird der Geruch stärker. Sie muss hier ganz in der Nähe sein. Aber wir haben überall nachgesehen. Oh nein, da! Hilfe! Bitte! Hey, Kinder! Bitte! Ihr müsst meinen Freund Doc finden. Der hilft mir hier raus. Dara! Ihr kennt mich? Aber woher? Wir finden Doc nie rechtzeitig. Wir müssen dir da irgendwie raushelfen. Aber Dara ist so riesig. Wie wir ihr helfen? Da! Wir können den Baum benutzen. Das müsste gehen. Wir müssen ihn nur irgendwie zu ihr runterbiegen. Steinstarke Idee! Wir helfen dir, Dara! Danke. Vielen Dank, Kinder. Schon unterwegs! Was? Du bist ja ein kleiner Scharfzahn. Ja, das bin ich. Aber ich will dir nur helfen. Halt dich an den Blättern fest, dann ziehen wir dich da raus. Wie niedlich. Ein hilfsbereiter Scharfzahn. Na, das haut doch den schärfsten Baumstern aus der Krone. Ich komm nicht an sie ran. Rutscht alle zusammen ein Stück nach vorn. Um Himmels Willen, Kinder. Oh nein, was machen wir jetzt bloß? Ja? Wir gar nichts machen. Hast du dich deswegen verspätet? Und der kleine Chomper hat sein Leben riskiert, um mich zu retten. Na sowas. Tut mir leid. Wieso denn? Nein, nein, mir tut es leid, mein Kleiner. Du bist wirklich anders. Ich hoffe, du verzeihst mir und gibst einem alten Langhals noch eine Chance. Aber klar. Danke, Doc.